meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Wir machen heute Locken und zwar mit einem Glätteisen. Und falls ihr es hier sehen könnt, ich hoffe tatsächlich, hier ist die ungemachte Seite. Ich habe meine Haare heute Morgen gewaschen und geföhnt und hier ist die gelockte Seite. Und das machen wir heute und zwar mit dem Glätteisen. Ich habe ein Glätteisen und zwar ist das von GHD. Das ist jetzt Professional Styler, die Gold Edition. Ich verlinke euch das Glätteisen hier unten in die Infobox. Ich habe es bei Amazon gekauft, beziehungsweise war es ein Geschenk. Ich glaube, das kostet so ungefähr 120 Euro. Ich hatte vorher eins von einer anderen Marke, aber ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr gut. Es lohnt sich. Und ja, würde sagen, wir fangen jetzt an. So, Gott sei Dank ist mein Kabel lang genug. Hier ist das gute Stück. Ihr müsst eigentlich nur auf den An-Knopf drücken und dann braucht es ungefähr 20 Sekunden und dann ist es auch schon heiß. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich habe jetzt hier unten glatte Haare. Also, die sind hier gelockt. Und unten habe ich es so glatt gelassen, weil ich das eigentlich sehr schön finde. Das heißt, ich bin gar nicht bis zur Spitze runtergegangen. So hat das quasi noch so einen coolen Effekt, wie ich finde. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen und genau das machen wir heute. Ich muss dazu sagen, es braucht ein bisschen Übung, Locken zu machen mit einem Glätteisen. Ich habe dafür ziemlich lange gebraucht, weil es manchmal echt kompliziert ist, so mit den Seiten und Pipapo, aber versucht es auf jeden Fall. Ah, ich habe was vergessen, ich muss was holen. Und zwar eine Spange. Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr das macht. Ihr könnt einfach die zwei Seiten, nachdem ihr eure Haare gewaschen und geföhnt habt, einfach teilen. So wie ich hier hinten. Und dann könnt ihr einfach mit dieser Seite anfangen und dann mit der. So geht das Ganze schneller. Oder ihr teilt eure Haare, dann wird es alles noch lockiger. Das macht ihr, wie ihr wollt. Teilen meine ich, also entweder ihr nehmt quasi diese Seite und macht einfach Locken überall. Oder ihr wollt eben mehr Strähnchen machen, mehr Locken. Dann könnt ihr quasi eure Haare teilen. Das heißt, ihr nehmt dann, ich habe jetzt die eine Seite schon gemacht, deswegen ist das jetzt hier nicht möglich mit der anderen Seite. Aber ihr teilt eure Haare quasi um den Kopf rum so ab. So, dass ihr halt auf dieser Seite anfangt, unten. Und dann macht ihr die Spange auf und macht die oberen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Der Effekt ist einfach, dass ihr mehr Locken habt. Es dauert ein bisschen länger, aber ihr könnt es auf jeden Fall so machen. Wir machen das jetzt mal so. Ich zeige euch das von vorne, sonst wird es schwierig. Ihr nehmt euch eine Strähne. Dann gebt ihr diese Strähne in das Glätteisen. Und dann dreht ihr das Glätteisen weg vom Gesicht. Und dann zieht ihr einfach, ich muss ein bisschen herankommen, zieht ihr einfach runter, aber nicht bis ganz unten. Ihr lasst hier unten die Spitze frei und dann lasst ihr einfach los. Und so ergibt das quasi dann diese Locke. Und unten ist quasi glatt. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Und so machen wir weiter. Wieder eine Strähne. Glätteisen rein, weg vom Gesicht und dann runterziehen und hier unten lasse ich wieder diese Spitze frei und dann habt ihr die nächste Locke. Seht ihr? Und das Gute bei dieser Methode ist eigentlich auch, dadurch, dass man unten das glatt lässt, dass ihr die Spitzen nicht angreift. Denn wenn ihr zum Beispiel jeden Tag Locken macht und bis zur Spitze runtergeht, wenn ihr das jeden Tag macht tatsächlich, dann macht das natürlich die Spitzen auch sehr kaputt. Und so schont ihr ein bisschen eure Spitzen, wenn ihr mal ganz macht und mal ein bisschen was freilasst. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Ihr könnt jetzt natürlich auch mal ein bisschen variieren. Das heißt, ihr nehmt euch eine Strähne. Da müsst ihr die Hand übrigens wechseln, weil so dreht ihr es weg, runter. Und wenn ihr die Strähne einfach mal in eine andere Richtung machen wollt, dann nehmt ihr die andere Hand und dann dreht ihr das quasi zu eurem Gesicht hin. So haben eure Locken quasi verschiedene Richtungen. Und dann zieht ihr das wieder runter, nicht ganz bis zu den Spitzen, macht das Glätteisen auf und so habt ihr dann, ist alles ein bisschen kompliziert zu zeigen, diese Strähne
und unten ist wieder glatt. Ja, ich habe jetzt natürlich vorne angefangen, aber normalerweise fange ich mit den Strähnen immer hinten an. Und wenn ich eine Locke fertig habe, dann schmeiße ich sie einfach nach hinten, sodass ich einfach hier meine glatten Haare habe und hinten sind die fertigen. Ja, ich habe jetzt vorne natürlich angefangen, damit ihr das seht. Aber normalerweise fange ich hinten an und dann schmeißt ihr die fertigen Locken einfach hinter euch. Wenn ihr dann soweit fertig seid mit hier unten, dann schmeißt ihr diese Haare nach hinten, am besten noch hinters Ohr, und dann macht ihr quasi die Spange hier auf und dann sind hier oben eben die Haare, die noch gemacht werden müssen. Und dann machen wir das jetzt auch. Hier bei der letzten Strähne angelangt. Die machen wir hier noch zusammen. Und zwar reinklippen, weg vom Gesicht. Das finde ich immer ganz schön, wenn man das macht, quasi vorne ums Gesicht rum. Dann zieht ihr runter ganz langsam. Ihr lasst unten wieder frei. Und dann mache ich übrigens auch bei jeder Locke noch so, dass ich quasi noch einmal so umdrehe, damit einfach die Form noch mal schöner bleibt. Und dann lasse ich das so runterfallen. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. So, jetzt sieht das vielleicht oben so ein bisschen platt aus, aber das können wir ganz schnell ändern, indem wir einfach so ein bisschen drin rumwurscheln in den Haaren. Vielleicht auch mal von unten. So. Und dann gebe ich hier noch so ein bisschen Haarspray drauf. Und dann ist der fertige Look fertig. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal, hier gibt es jeden Donnerstag ein neues Video und folgt mir auch gerne auf Instagram unter Kochen mit Melodie bin ich zu finden. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche hier wieder. Bis dahin und tschüss!